Guten Morgen, hallo. Was ist denn jetzt los? Der Arne kommt mitten in der Woche. Heute mal ein kleines Special bei Arne spielt's dem Unterkanal der YouTube Bretterwisser. Nein, der Bretterwisser auf YouTube in Bewegtform und Bild und in Farbe und bunt. Was mache ich hier? Heute habe ich mal ein bisschen was anderes vor. Ich sollte nicht so am Tisch wackeln. Ein Zuschauer oder Hörer brachte mich mal darauf, dass ich vielleicht mal so ein bisschen so ein Technik-Check oder Technik-Vorstellung mache, wo halt dieses ganze Supporter-Geld vielleicht auch mal reinfließt, oder nicht vielleicht reinfließt, sondern reinfließt. Wir sind eigentlich immer dabei, uns zu verbessern, immer ein bisschen andere Technik zu besorgen, uns immer ein bisschen höher zu bringen und ich glaube, das hört man auch. Ich bin ja im Rahmen der Bretterwisser gerade dabei, die alten Folgen anzuhören, also die ganzen Anfänge da merke ich schon, dass es technisch da echt noch so ein bisschen hakt und wir dort uns deutlich verbessert haben und darüber bin ich sehr froh und ich danke auch immer noch allen Supportern, die uns da unterstützen, sei es bei Patreon oder noch lieber als Dauerauftrag, weil wenn ihr uns per Dauerauftrag unterstützt, kommen wirklich auch von den gespendeten 2, 3 Euro, 1 Euro auch wirklich 2, 3 oder auch 1 Euro an und es bleibt nichts an Gebühren auf der Strecke, nur das, was ihr für euer Konto zahlt, aber das habt ihr ja sowieso. Ihr müsst auch keinen extra Account machen. Also wer uns per Dauerauftrag unterstützen will, schreibt mir einfach eine Mail unter arne@bretterwisser.de. Ich trete dann in Kontakt mit euch. Ich habe das so ein bisschen unter meinen Fittiche als Schatzmeister der Bretterwisser dann kommunizieren wir und ihr habt dann alle Benefits, die Patreoner halt auch haben. Exklusiven Content gibt's ja nicht mehr, den haben wir ja wieder abgeschafft, weil wir meinen, alles, was wir machen, sollte auch von allen gesehen werden, aber wie gesagt, wer uns unterstützen will, immer gerne. Abonniert auch einfach diesen Kanal, das reicht mir auch schon. Aber ich möchte ja heute mal so ein bisschen die Technik vorstellen, was wir jetzt alles so angeschafft haben oder was wir jetzt mittlerweile haben. Das stationäre Setup, was hier ist, haben René und Matthias auch mittlerweile. Also ihr seht ja immer hier ein Mikrofon hängen, habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Das ist ein Rode, ich hätte es vielleicht mal abmachen sollen. Das ist ein Rode Procaster, das sieht ohne diesen Pöppel, sieht das so aus. Ist bannig schwer. hängt an so einer Spinne, das ist also dieses Gerät heißt hier Spinne. Wenn man das Ding während der Aufnahme bewegt, dann gehen die Vibrationen nicht in die Aufnahme raus. Sehr feines Ding. Ich habe jetzt irgendwie auch noch einen Popschutz mal besorgt oder so ein Anti-Vader-Ding besorgt, dass man dieses Atmen auch noch ein bisschen besser wegkriegt. Und jetzt muss ich hier erstmal den Slack ausmachen, sonst dreht er hier gleich durch. Das hängt halt, wie gesagt, an der Spinne. Die Spinne hängt an dem Arm. Das ist alles Rode Inhouse-Gerät. Das ist einmal so ein... Einmal alles von denen. Das ist alles auch aufeinander abgestimmt. Also ihr seht, ich kann das hier auf jede Position bringen, wie ich das gern hätte. Ich könnte ja auch nochmal die Schraube ein bisschen anziehen, dann hält das auch nochmal ein bisschen besser. Wirklich sehr feines Teil. Aber... das ist auch ein XLR-Mikrofon, also es gibt halt auch von den Rode auch ein USB, was direkt in den Rechner geht. Wir haben uns halt für XLR entschieden, das ist dann so ein bisschen doch nochmal ein bisschen Profi-Variante. Das Problem bei den XLR-Geschichten ist, dass man die halt nicht direkt in den Rechner stecken kann. Weil diese XLR-Stecker, ich nehme die mal kurz von einem anderen Mikrofon. Diese XLR-Stecker sehen so aus. Das sind diese dreipoligen, dicken Stecker, die halt bei Konzerten und bei normalem Audio-Equipment halt benutzt werden. Die gehen halt, wie gesagt, nicht direkt in den Rechner, sondern man braucht dafür noch ein Audio-Interface, was direkt an den Rechnern geklemmt wird. Da haben wir uns für das Focusrite, wie heißt das jetzt? Das ist das Focusrite Scarlett wegen der Farbe wahrscheinlich. 2i2. Ich hab jetzt hier das 2i2. Ich glaube, René hat das auch. Dem habe ich das auch aufgesprochen. Dort kann ich halt zwei XLR-Mikrofone reinstecken. Das hat sich halt hier auch schon bezahlt gemacht, da wir ja auch hier lokal manchmal was aufnehmen. Und das ist wirklich ein ganz feines Gerät.
Matthias hat noch einen Behringer zu Hause, ein einfaches Behringer, ich weiß nicht, wie es heißt, da bin ich nicht so zufrieden, der kriegt auch nochmal dieses, ich kann es ja mal auch richtig in die Kamera halten, Focusrite-Gerät, vielleicht sollte ich auch nochmal was zu den Kosten sagen, damit wir ja mal ein bisschen Transparenz-Tweets machen. Dieses Ding kostet so, ich glaube 120 hat es gekostet. Da hat das Rode Mikrofon, das ist mit, ich glaube, 160 Euro dabei. Also das ist denn schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gehobenere Klasse. Nach oben hin kann man da noch viel mehr Geld ausgeben. Aber wie gesagt, mit dem Focusrite bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, wenige Knöpfe, Lautstärke, Kopfhörer. Ich habe zu Hause auch noch so ein spezielles Setup mit Lautsprechern. Das ist aber mein Problem, weil ich immer zwischen Lautsprecher und Kopfhörer hin und her pendle. Ich kann ja meine alten gammeligen Kopfhörer, die ich während der Aufnahme aufhabe, das sind ganz normale SteelSeries, wie heißen die? 5H2, V2, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Die habe ich schon seit, das ist glaube ich das dritte oder vierte Paar, was ich habe. Ich mag diese Kopfhörer, weil die unglaublich bequem sind. Da ist auch noch ein Headset drinne. Benutze ich nicht. Also das habe ich auch zu meinen, als ich World of Warcraft gespielt habe, hatte ich glaube ich das Headset auch im Einsatz. Aber ich mag den Sitz dieser Kopfhörer, ob die jetzt klanglich ganz toll sind oder was weiß ich. Egal. Ich komme damit zurecht. Ich mag die Sitze, die kann ich halt auch wirklich, wie gesagt, in WoW-Zeit, World of Warcraft-Zeit, als ich das gespielt habe, hatte ich die wirklich stundenlang auf und nie was gemerkt. Ich mag auch diese On-Ear-Dinger nicht oder In-Ear, sondern die müssen bei mir einmal komplett drum sitzen. Genau. Was haben wir denn noch hier? Was jetzt gestern angekommen ist, also was jetzt wirklich in die zweite Ebene geht. Ah ne, ich mache erstmal das Mikro. Ich habe ja gesagt, hier wurden auch schon Kasse 4 Podcast und dieser Star Trek Podcast entsteht ja jetzt hier und demnächst auch halt noch ein neues Projekt von mir in Podcast-Form. Da brauchen wir halt nochmal andere Mikros, weil ich möchte nicht jedem irgendwie dieses rote Ding da irgendwie immer hinbasteln. Wir haben nämlich noch Handmikros. Die haben auch wieder einen Pop-Schutz. Da haben wir jetzt als zweite Lösung, Matthias hat in seinem Zuhause, in seinem Mobilaufnahmekoffer hat er noch andere, die werden jetzt auch nochmal langsam ausgetauscht. Wir haben uns hier für die Shure SM58 entschieden. Das sind so Handmikros, die nimmt man halt einfach so in die Hand, laufen mit einem Kabel, auch wieder XLR, das geht dann halt ins Audio-Interface oder halt in die andere Lösung, die gleich noch kommt. Da geht das rein. Davon haben wir im Moment eins. Da wird jetzt demnächst noch das zweite angeschafft und dann irgendwann noch das dritte, dass wir halt, oder naja, wir brauchen halt, wenn wir halt mobil unterwegs sind, also auf Messen und Veranstaltungen, haben wir halt gerne 4 Stück dabei. 4 Stück, damit wir halt 4 Gesprächspartner gleichzeitig in einem Gespräch haben. Weil wenn René, Matthias und ich da sind, dann sind wir ja schon 3. Und dann noch ein Gast, dann sind wir 4. Oder ihr kennt ja die On-Air- oder On-Tour-Geschichten, wie die bei uns so laufen, dass da meistens 4 Leute dabei sind. 4 Leute. 4 Leute sind, ihr seht schon in der Hand, das ist jetzt unser mobiles Aufnahmegerät, das ist jetzt unser zweit, achso, dieses Shure-Gerät, Shure-Mikro kostet auch so 100 Euro ungefähr. Mobile Aufnahmegerät, was wir benutzt haben, ist jetzt die Lösung, mit der wir sehr zufrieden sind. Das ist auch eine ganz lange Geschichte. Die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben, war mit einem kleinen Hand. Also das ist jetzt, ich erzähle jetzt mal kurz die Geschichte, wie wir zu diesem Gerät gekommen sind. Die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben auf der Messe in Essen war, das weiß noch, da standen wir in der Galeria vor diesem bunten Baum, der da angemalt ist und haben halt ein Handgerät auf den Tisch gestellt, ein kleines. Soundqualität war nicht gut. Da waren wir gar nicht mit zufrieden. Dann hatte ich die Idee, hey, jeder hat ein Handy, die haben einen Klinkeneingang. Damals hatten sie das noch. Jeder steckt sich einfach ein Lavalier-Mikro, heißen die, an. Also ein normales Ansteckmikro. Das geht dann über Klinke ins Handy und jeder nimmt seine Spur lokal auf, was ich ja eigentlich immer gut finde, wenn man lokal was aufnimmt. Und wir haben uns dann über Klatschen synchronisiert.
Ich habe das dann in der Nachbearbeitung, habe ich die Spuren zusammengesetzt in unserem, in unserer Software. Ach, die könnte ich auch noch gleich was drüber erzählen. Da habe ich den übereinander gesetzt, aber es war auch nicht gut. Es war in der Nachbearbeitung einfach Mist, weil es so lange gedauert hatte und alles. Also das war auch nicht gut, Tonqualität war auch nicht gut. Und dann haben wir halt überlegt, was machen wir? Da fing dann auch so diese Patreon-Geschichte an zu laufen. Und ich glaube, das war das Erste, was wir uns tatsächlich auch gekauft haben. Und wie gesagt, jetzt haben wir ein zweites, weil das logistisch für uns einfacher ist. Im Moment hat halt Matthias ein Gerät, das ist in einem großen Koffer, da sind halt 4 Mikrofone drin, da liegt eine Powerbank drin, da liegt eine Steckdose drin, dann haben wir noch eine zweite SD-Karte, Batterien. Das ist so ein großer Pilotenkoffer. Ich weiß nicht, wenn ihr uns vielleicht auf der Messe schon mal gesehen habt, manchmal haben wir so einen großen grauen Koffer dabei, da ist alles drin. Das ist echt wie so ein, das klappe ich dann auf, das ist wie so ein Werkzeugkoffer, da liegen dann oben die Mikros drin, das geht dann zack, 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 kann ich dann erst zusammenstecken. Super Lösung. Also ist zwar ein bisschen schwer, ich hätte das gerne auf dem Trolley noch gehabt, aber es geht schon. Jetzt haben wir halt festgestellt, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn das Gerät nur einer hat, weil manchmal fahre ich, bin zum Beispiel nach Merseburg gefahren, Matthias fährt dann zum Kosmos-Event im Herbst und zu Pegasus und dann ist René auf Stahleck und dann muss dieses Gerät immer irgendwie logistisch von A nach B geschleppt werden oder geschickt werden oder. Und da halt dieser Support von euch so super läuft und immer weiter geht, haben wir uns jetzt einfach erstmal schon mal ein zweites angeschafft. Da ich halt immer, ja, auch dieses zweite Projekt jetzt langsam starten möchte, als Bretterwisser Plus, unter dieser Bretterwisser Plus Schiene, seid ihr gespannt, was da kommt, da haben wir jetzt einfach ein zweites Zoom H6 gekauft. Hätte vielleicht mal die Batterien einlegen sollen, dann könnte man das auch zeigen. Hier unten ist halt ein Display, ein schönes Farbdisplay mit den ganzen Pegeln, damit man die Sachen alle schön einpegeln kann. Jetzt klingelt mein Handy, jetzt habe ich den Slack ausgemacht, jetzt klingelt das Handy. Da kann man halt, H6 heißt das Gerät, das ist das größte Modell von der Firma Zoom. Dort hat man, hier hat man 2 XLR-Eingänge und hier hat man 2. Theoretisch kann man hier oben noch einen Aufsatz draufsetzen, dass man 6 Stück hat. Brauchen wir eigentlich nicht. Da klemmen wir dann halt 4 Mikros dran und dann können wir damit halt eine mobile Aufnahme machen. Da kann man auch lustige Sachen mitmachen. Also ich hatte das zum Beispiel auf der Neuheitenshow, hatte ich mir das Gerät umgeschnallt, da die Mikros dran und dann liefen René und ich und noch ein Ersatzmikrofon für Interviews, liefen wir halt durch diese Neuheitenshow. Und das war schon riesen Kabelkram, aber dieses Zoom H6 ist echt, also wer ein bisschen was mit Podcasten machen will und auch was unterwegs mal sein möchte und was dort aufnehmen möchte mit Interviewpartnern oder, der kommt an diesem Gerät wahrscheinlich nicht dran vorbei. Man könnte noch sagen, nehme es H5, da gibt es 2 Eingänge und man kann noch 2 draufstecken. Wir haben uns halt für die große Lösung jetzt entschieden. Also, wie gesagt, und das ist so das Beste, was wir jetzt im Moment haben können. Ich überlege auch, ob ich irgendwie den Ton von der Kamera für die nächste Neuheitenshow mit dem Zoom koppele. Das könnte ich halt auch noch machen. Also, wir haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann es ja nochmal zeigen. Face-Tracking wieder. Ja, ihr seht ja, da sind halt die ganzen Pegel, die man einrichten kann und das ist schon ein cooles Gerät, weil man halt einfach alles einstellen kann. Man kippt dann die Spuren, also es werden halt 4 verschiedene oder 3 verschiedene Spuren entsprechend, so viel wie man braucht. So viel werden aufgenommen, die sind halt separat, die kann ich dann in einem Schnittprogramm separat bearbeiten und das ist einfach also ganz toll. Schnittprogramm ist auch noch so eine Sache. Also wir haben, um noch mal ein bisschen was, dieses Gerät hat, kostet jetzt so gute 300 Euro ist man dabei. Also das ist jetzt wirklich echt so eine der größten Anschaffungen, die wir halt machen mit diesem Patreon-Geld. Das ist schon echt. Da habe ich dann immer schon so, oh, so viel Geld. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch was davon und neuer Content entsteht und wir haben auch Spaß damit. So, softwaremäßig, da kann ich jetzt auch noch mal kurz so ein bisschen Transparenz-Tweet machen. Wir nutzen jetzt im Moment eine Software, die nennt sich Ultraschall. Ultraschall ist so ein
Projekt aus einer so Open Source Community, die halt sich eine Software gebaut haben, die sehr speziell auf Podcaster ausgerichtet ist. Diese Software, diese Ultraschall-Software, ist kostenlos. Die ist wirklich super. Die basiert aber auf einem anderen Programm, was man installieren muss. Das heißt, nennt sich Reaper, kostet auch so 60 Euro, also ist für Software eigentlich ja auch kein großer Preis. Und ich sage das immer so, ich vergleiche das immer so, Reaper ist der Motor, der das ganze Ding antreibt, und dieses Ultraschall ist die Karosse des Autos, des Podcast-Autos. Und damit machen wir jetzt auch diese Anrufe, weil diese Software bietet auch die Möglichkeit, sich gegenseitig anzurufen über ein spezielles Plugin. Ist im Moment noch in Beta-Phase, ist auch noch kostenlos, wird aber demnächst wahrscheinlich Geld kosten, aber nicht viel. Also ihr seht schon, dass es kommen halt ein paar Kosten immer zusammen beim Podcasten. Wenn ich jetzt bei YouTube alles einfach reinladen würde, dann wäre das alles kostenlos für uns, aber wir haben halt keine Kontrolle über den Content. Und wie ihr vielleicht beim Spieleleiter mitgekriegt haben, wenn YouTube sich entscheidet, hey, wir machen mal den Kanal dicht, dann ist der Kanal auch dicht und man hat keinen Ansprechpartner. Deswegen seid her über euren eigenen Content. Okay, dieses Video landet jetzt auch bei YouTube, aber das ist jetzt ja nicht unser Hauptfokus, sondern Hauptfokus sind ja die Podcasts. Die landen zwar auch bei YouTube, aber wenn die uns bei YouTube abgedreht werden würden, haben wir immer noch unseren offenen Feed, der überall zu bekommen ist. Und das ist halt einfach so ein Vorteil, wenn man halt sein eigenes Kram hostet. Man ist da selber Herr darüber. Wie gesagt, kostet halt ein bisschen Geld. Deswegen habe ich auch so ein bisschen die Kasse 4, also mein zweites Projekt, so ein bisschen abgedreht, weil die Kosten waren jetzt doch ein bisschen mehr, wie ich gedacht habe. Und der Provider wollte jetzt auch noch ein bisschen mehr Geld haben. Und ich merke halt, dass ich dieses Projekt im Moment so ein bisschen hinten überfällt. Und ich möchte mich dann eher bei den Bretterwissern wieder mehr fokussieren. Und wie gesagt, ich habe da auch eine Idee für ein Ersatzprogramm. Und ach, ich habe noch was wir noch dabei haben. Das liegt ja hier auch noch rum. Wenn wir eine Aufnahme machen in einer lauten Umgebung, haben wir jetzt ja auch die Möglichkeit, dass jeder Gesprächspartner so einen Kopfhörer aufkriegt. Das sind irgendwie Auna Base Over-Ear-Kopfhörer, damit man sich nicht gegenseitig anbrüllen muss, sondern man hört sich während der Aufnahme. Habe ich ganz vergessen. Die nutzen wir nicht ganz so viel, weil meistens geht es auch so, davon haben wir auch irgendwie 4 Stück. Aber, also ihr seht schon, wir haben 4 Kram, was wir halt mittlerweile irgendwie durch den Support angeschafft haben. Wenn dieser Support nicht da wäre, würde wahrscheinlich dieser Kram auch irgendwann kommen, aber langsamer, und ich weiß nicht, ob ich denn so ein Zoom-Gerät mir kaufen würde, weil dafür hätte ich dann wahrscheinlich, dann müsste ich mir es echt überlegen. Und aber dann würde halt auch dieses neue Projekt oder die Interviews auf den Messen würden dann wahrscheinlich auch einfach wegfallen. Also ihr seht schon, dass dadurch was, so ein Kreislauf entsteht. Ihr gebt uns was, wir haben was davon, ihr habt dann aber auch wieder was davon. Also deswegen sind wir auch halt der Meinung, exklusiver Content ist nicht unbedingt nötig. Aber ja, ansonsten müsste ich mal überlegen, ob wir irgendwas technikmäßig haben. Also dieses Hauptgerät ist jetzt wirklich dieses rote Procaster-Mikro. Das ist auch wirklich sehr gut. Da habe ich auch echt gute Erfahrungen mitgemacht. Zusammen mit dem Focusrite an den Rechner und halt das Zoom. Das sind wirklich so diese drei großen Geräte, die wirklich uns das Leben sehr viel einfacher machen und auch die Qualität sehr viel verbessern, meine ich. Ansonsten war es heute echt ein bisschen länger, aber das war jetzt halt mal so ein Special-Technik-Post, damit ihr mal wisst, womit wir halt so arbeiten. Ich gucke gerade, ob noch irgendwie was ist, was mir gerade einfällt. Nein, das sind so die Hauptdinge, die uns voranbringen und euch das Hören vielleicht ein bisschen verbessert, verschönert. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht am Wochenende. Tschüss!